hoffe trotzdem, dass ihr heute hier ein schönes Frühstück verlebt. Ich danke vor allem meinem Mitarbeiter Herrn Witholz, dass er das Stadtfest wieder so organisiert hat. Bitte ich mal um Applaus. Aber ich danke nicht nur Herrn Witholz, sondern ich danke auch der Fördergemeinschaft Großenhain aktiv, die das Weindorf organisiert hat. Ich danke der Feuerwehr Großenhain, die auf der Festwiese den Feuerwehrtag gestern und heute veranstaltet. Und ich danke aber auch der Schützenhaus Event Group, die den Neumarkt gestaltet und viele Jugendliche die letzten Tage dort oben waren. Vielen Dank. Und wen ich jetzt alles so vergessen habe, denn viele Ehrenamtliche sind wieder mal unterwegs und tragen dazu bei, dass dieses Stadtfest so fantastisch wird. Und auch Ehrenamtliche, die sich verkleiden, beziehungsweise in ihren alten Roben zeigen, wie es damals war. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Damit das aber Nordlänisch ein bisschen besser wird, habe ich mich gekümmert und habe 3 Kuchen organisiert, hier auf dem Blech abzuholen. Jeder kann sich ein Stück Kuchen abholen, zu ca. 120 Stück, solange der Vorrat reicht. Und dann könnt ihr hier vorbeikommen und könnt es abholen. Ja, es gibt natürlich einen Grund, dass der OP hier Kuchen ausgibt. Er hat heute Geburtstag und ich denke, wir sollten ihn alle mal hochleben lassen. Dankeschön für die musikalische Unterstützung. Also, unserem OB alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und dass sein Wunsch zumindest in Erfüllung gehen möge, heute das gute Wetter aushält und alles, was er sich sonst so vornimmt, soll in Erfüllung gehen. Gesundheit, alles, alles Gute und ihr dürft dann alle hierher kommen und solange der Kuchen reicht, denke ich, wird er sich freuen, euch ein Stückchen Kuchen zu übergeben. So, hinter mir steht das Blaswerk Meißen e.V. und die werden uns heute hier durch den Vormittag begleiten bei unserem Stadtfest-Frühstück hier auf dem Hauptmarkt. Und ich werde in der ein oder anderen Pause, die die Damen und Herren hinter mir brauchen, noch einige Informationen für den heutigen Tag gerne loswerden an Sie, an unsere Gäste hier zum Großenheimer Stadtfest. Jetzt übergebe ich aber erstmal die Bühne dem Blaswerk Meißen e.V. Bitteschön. Ja.